Hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil. Ich glaube, ich nehme... Was nehme ich denn? Was nehme ich? Oh Mann, sie mag ich nicht. Die fand ich eigentlich immer schon ein bisschen doof. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir von vornherein nur die Kuchenlösung gemacht. Also nehmen wir den Kuchen. Haha! Nimm das! Jetzt pass mal auf. Pass mal auf, mein Freund. Jetzt gibt's... Ja... Ich mag Manni nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Bitte sehr. Oh. Njam. Ja, genau. Das hast du verdient, du kleiner Zwerg. Okay, noch eine Herausforderung. Wie gut bist du in einem Tempoduell? Nein, Manni. Es ist vorbei. Wie die Schlacht nicht immer von den Starken und das Rennen nicht immer von den Schnellen gewonnen wird, so scheitern auch manchmal die Schlauen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Komm schon, Graham. Ein Duell noch für Achaka. Tu es für die hungernden Duktichianer. Moment. Vorher waren es noch die Juckmichianer. Sag mal, was genau ist eigentlich dein Plan? Ich glaube nämlich fast... Nein, Graham, er ist es nicht wert. Was? Einfach mit dem Pferd jetzt abgehauen, oder was? Nach dem Brückenstreik konnten die Läden wieder beliefert werden. Ah, ja. Der Handel kam wieder in Fahrt. Die Wetzelwölfe ließen die Stadt in Ruhe und zogen gen Norden. Auch die Gardisten setzten ihre Schritte von nun an etwas vorsichtiger. Und obwohl ich kein Wetzelabzeichen hatte, war es alles in allem trotzdem ein ziemlich guter erster Tag in Daventry. Das war Wahnsinn! Du standst einem Drachen gegenüber, du hast seltsame Freunde gefunden, hast dich duelliert. Ich fass es nicht. Was denn? Bei so viel Stress kriegt man da nicht einen Ritterschlag? Sag mal, war das dein erstes Wortspiel? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob ich darauf stolz sein sollte. Sie werden so schnell erwachsen. Das Turnier, es fängt gleich an. Dann solltest du langsam los, junge Dame. Viel Glück und beherzige meinen Rat. Beweise im Duell Güte. Du sagtest doch, Scharfsinn wäre wichtig. Richtig. Durch dich habe ich mich an einige vergessene Wurzeln erinnert. Manchmal zählt eben das, was ich tue, nicht was ich sage. Danke, Opa. Mach ich. Willst du zusehen? Aber ja. Ich bin gleich unten. Sekunde. Oh, Häppchen. Hoffentlich hast du auch geübt, Quendelin. Nein, hab nur Geschichten gehört. Wird's dir zu viel? Lass das! Was soll das werden? Was, schmeckt's dir nicht? Naja, lecker sind sie schon. Gute Show. Kinder! Kommt schnell, es ist euer Großvater. Was? Och, bitte nicht.
Was? Aber so kann man das doch nicht enden lassen. Oh Mann. Aber ein toller Teil. Also ich weiß jetzt nicht, ob's jetzt, wie es jetzt weitergeht oder nicht. Mit der Leertaste zum Fortfahren. Ich denke mal, dass es dann jetzt zum nächsten Teil übergeht. Natürlich mit einem tollen Cliffhanger. Fantastisch. Ich fand das Spiel bis jetzt ganz, ganz toll. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, jeder, der irgendwas anderes sagt, hat einfach keine Ahnung oder will das nicht mögen. Oder ich weiß es nicht, was einem daran einfach nicht gefallen kann. Es ist wirklich schön. Und Moment mal, sehe ich gerade, dass meine Entscheidungen überall zu sehen sind. Links hätte sie vielleicht die Marke gehabt. Die Wetzelmarke, die ich nicht bekommen habe. Dann ist mein Auge da. Dann ist der Drache oben. Ob der, wie der aussieht. Dann ist der Kuchen am Wagen. Rechts die ganzen Dinger unter den 1000 Pfeilen, die ich verschossen habe. Dann links die zwei Leute. Das war meine erste Entscheidung. Also die mit dem Auge. Und dann der Bäcker auf der rechten Seite, meine letzte Entscheidung. Ha, ist ja toll. Ich bin. Oh Mann, das ist, möchte man fast dann am liebsten nochmal spielen, um zu sehen, wie dann das mit dem Wetzelabzeichen ist. Zum Beispiel. Tja. Aber ach so, was ich noch sagen wollte, ist, ich finde es toll und jeder, der was anderes sagt, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und es ist. Also ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es jetzt noch eine Zeit lang dauern wird bis zum nächsten Teil und dass es jetzt nicht einfach sofort weitergeht. Aber ich freue mich umso mehr, dass es, glaube ich, noch 5 weitere Teile sind. 5 weitere Teile! Das ist super! Also ich freue mich extrem. Und ich meine, ich habe ja natürlich auch schon Sachen wie Walking Dead und ich weiß nicht was gespielt. Und ich hatte noch nie, nachdem eine Staffel zu Ende war, war es bei mir dann immer eher so. Naja, na gut. Und dann hatte ich es irgendwie 5 Monate vergessen. Und nächsten 2 Teile sind schon draußen. Aber bei dem hier, ich glaube, ich mache einen Countdown. Ich setze mir hier zu Hause einen Countdown hin. Brote, jeden Tag ein kleines Stück Brötchen, welches ich hier aufesse. Und am letzten Tag habe ich dann alle aufgegessen und dann bin ich satt. Und dann ist der neue Teil schon draußen. Also, ich fände es toll. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hoffe ich, hat dir Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil, wenn es wieder heißt, King's Quest 0. Also zumindest bei dem hier. Es gibt ja noch eine Menge anderer Teile, die jetzt auch natürlich auch noch irgendwann kommen werden. Wann, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber in nächster Zeit, sagen wir es mal so. Also, bis dahin, tschüss, ciao. Und auf Wiederkeks. Tschüss.